hochgelobt und angebetet seist du, Jesus, hier im allerheiligsten Sakrament des Altares. Von nun an bis in Ewigkeit. Der Mensch ist doch irgendwie auch so ein Komplexbündel, oder? Stimmt manchmal echt, wir bestätigen diese Vorurteile eigentlich total, dass der Mensch eigentlich nur so aus lauter Komplexen besteht. Und die Bestätigung dann bekommt man dafür leider Gottes eigentlich. Das stimmt natürlich nicht, aber es ist so, könnte man meinen. Und wenn jemand auf diese Idee kommt, dann liegt er nicht so ganz daneben manchmal. Weil, wie komme ich darauf? Man fragt jemanden zum Beispiel, möchtest du dieses oder würdest du dieses oder jenes oder jenes oder jenes tun? Und dann sagt man eigentlich immer ganz automatisch nein. Man sagt eigentlich immer nein. Und deshalb hat das Vater eigentlich so wunderbar gepasst, gell? Wir beten eigentlich immer bloß für unsere Anliegen. Wir machen Novenen nur für uns, natürlich du nicht, ist ja eh klar, gell? Das haben wir ja gestern besprochen. Aber jeder denkt immer nur, man denkt immer nur so an sich. Und so ist das ganze Beten. Und dann fragt man so, und dann, das sage ich nur deswegen, um jemandem, oder nicht jemandem, sondern uns allen eigentlich einen Schritt weiter zu helfen, irgendwo wegzukommen und Hilfe zu erlangen eigentlich von Gott, die Gnade, den Schutz, den Segen, die Kraft Gottes zu spüren, dass, wenn mich jemand etwas fragt, dass ich dann nicht automatisch sage nein, obwohl ich zum Beispiel Zeit hätte, jetzt nicht zum Schneeschaufeln, frage ich nicht, rufe ich nicht an, sondern in der Weise, dass ich einfach ja sage, dass es dem anderen eine Hilfe sein könnte. Also das heißt ganz konkret, ich frage dich etwas und du sagst nein, weil du dich nicht traust, weil du Angst hast, dass man dich auslachen könnte, weil du dich nicht drüber hinaus siehst, weil du keine Lust hast, weil du keine Nerven hast, weil du vielleicht tatsächlich keine Zeit hast, weil du deine Brille nicht dabei hast, weil du keine Ahnung was. Aber einfach dann so diesen Gedanken einmal so zu denken, aber vielleicht ist es dem anderen eine Hilfe. Vielleicht braucht der andere wirklich eine Hilfe, meine Hilfe. Da finde ich einen ganz spannenden Gedanke. Und wisst ihr, was das ist? Dieser Gedanke ist zutiefst christlich. Und da merkt ihr, wie kilometerweit weg wir da noch davon sind, oder? Wie kilometerweit weg wir da noch davon sind, weil jeder betet eigentlich immer nur für sich, für sich, für sich. Aber diesen Blick auf das Größere, das wäre gefragt. Das ist gefragt. Also und deswegen so, nur dieser Gedanke, ich hätte ihn gestern Abend schon gerne gesagt, aber da war der Charles de Foucault an der Reihe. Ich hätte ihn gestern Abend schon so gesagt, denk einmal daran, bevor du Nein sagst, vielleicht ist es dem anderen wirklich eine Hilfe. Und dann muss man sich entscheiden. Und dann muss man so über seine Komplexe drüber springen. Alle lachen mich aus, wie sieht denn der aus oder wie sieht denn die aus, die kann ja nicht lesen oder keine Ahnung wie oder die hat es jetzt gar nicht gut gemacht und so, klar, logisch. Aber wir kommen da nur drüber hinweg, so in unserem Selbstwertgefühl, wenn wir uns, was? Verschenken. Aber nicht an uns selber, bitteschön, gell? Das ist so das Einfachste, ich verschenke mich einfach an mich selber. So wie in Australien, wo jemand, das ist genau der Höhepunkt, denn sozusagen, Australien hat jemand sich selber geheiratet. Ja, genau, das ist der Höhepunkt von diesem, ja. Nicht sich an sich selber verschenken. Es ist das Gegenteil von christlich, sondern sich selber verschenken an den anderen, sich verschenken an Gott. An Gott und an den Nächsten. Und dazu möge uns der Herr heute den Segen geben, dass wir nie, immer weniger so an uns denken, sondern vielleicht ist es dem anderen wirklich eine Hilfe.
Klar, manchmal kann man ausgenutzt werden, das stimmt tatsächlich, gell? Das stimmt tatsächlich. Man fragt immer diejenigen, wo man am sichersten weiß, dass sie Ja sagen, die vielleicht nicht Nein sagen können. Oder auf der anderen Seite jene, die schon so weit sind, dass sie sich verschenken. Die schon so einen Schritt weiter sind zum Geistlichen. Diese beiden Sachen gibt es. Die einen, die nicht Nein sagen können. Und die anderen, die schon so weit sind, dass sie sagen, ich möchte wirklich so mit einem Lächeln. Spannende Gedanken sind es, oder? Hi. Aber zutiefst scheint mir christliches Leben konkret. Nichts Abgehobenes, nichts Daherschwebendes, sondern praktische Theologie. Brot vom Himmel hast du ihnen gegeben, dass alle Erquickung in sich bildet. Lasset uns beten, Herr Jesus Christus. Im wunderbaren Sakrament des Altares hast du uns das Gedächtnis deines Leidens und deiner Auferstehung hinterlassen. Gib uns die Gnade, die heiligen Geheimnisse deines Leibes und Blutes so zu verehren, dass uns die Frucht der Erlösung zuteil wird, der du lebst und herrschest in alle Ewigkeit. Amen. Gelobt sei Jesus Christus in Ewigkeit. Amen.